Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir drei Arenaleiter fertig gemacht und uns mit den Zwischenprüfungen befasst. Heute sind die Abschlussprüfungen dran. Aber bevor wir zu den Abschlussprüfungen oder zu den letzten Arenaleitern kommen, müssen wir natürlich auch noch ein paar Pokédex-Einträge abhaken. Und da habe ich wieder ein paar für euch. Und ich würde einfach sagen, wir legen direkt mit den Pokédex-Einträgen los. Über mir ist natürlich wie immer ein Zeitstempel, wenn ihr die Pokédex-Einträge überspringen wollt. Und ich würde sagen, wir legen dann jetzt direkt mit dem ersten Pokédex-Eintrag los. So, als erstes haben wir Epitaph, das Zornaffen-Pokémon. Es leitet den geballten Zorn, den es tief im Herzen trägt, in seine Fäuste. Wenn es zuschlägt, erschüttert es seinen Gegner bis ins Mark. Im Übrigen, die Pokémon, die ich heute alle vorlese, die haben alle eine spezielle Entwicklungsweise. Epitaph zum Beispiel entwickelt sich von Rasaf zu Epitaph, indem es auf, ich glaube Level 35 ist das, eine Attacke namens Zornesfaust lernt. Und die müsst ihr 20 mal einsetzen. Und danach muss es noch ein Level-Up machen. Und dann entwickelt es sich zu Epitaph. So, als nächstes Horerba habe ich für euch. Das Rollgras-Pokémon. Dieses Pokémon durchstreifen Trockenzonen. In sehr seltenen Fällen treten sie massenhaft auf und begraben eine ganze Stadt unter sich. Ich verstehe nicht, wie ein 1,2 Meter großer Ball das schafft, aber bravo. Dieses und die nächsten zwei Pokémon, die ich vorlese, haben alle dieselbe Entwicklungsweise, aber sie ist trotzdem sehr speziell. Man muss 1000 Schritte mit dem Pokémon laufen, während es neben einen herläuft, also mit dieser Vorausschick-Funktion. Wenn ihr so straight abläuft, sind das so um die 10, 15 Minuten, ohne dass das Vieh sich einmal in den Ball verzieht. Also ja, sehr spezielle Entwicklungsmethode und ich habe das wirklich nachgucken müssen. Genauso mit Epitaph, weil ich da nie im Leben drauf gekommen wäre. So, als nächstes Paamomamo, das Behandlungs-Pokémon. Sein flauschiges Fell dient ihm als Batterie. Daran kann es dieselbe Menge an Strom speichern wie ein Elektroauto. Das ist aber eine wirklich starke Batterie. Auch hier 1000 Schritte laufen, dann entwickelt es sich zu Paamomamo. So, und als nächstes habe ich Scarabax für euch, die Entwicklung von Relux. Auch hier 1000 Schritte. Das Pokémon ist übrigens sehr langsam, also da müsst ihr langsam laufen. Scarabax, das Wels-Pokémon. Im Inneren seiner Kugel schlägt ein Junges. Scarabax dreht die Kugel besänftigend mit seinen Beinen, damit dieses gemütlich schläft. Ein sehr herzerwärmendes Pokémon. Wenn man bedenkt, dass das ein Käfer ist. Und das vorher einfach Kacke vor sich hergeschoben hat. So, Noah, du bist als nächstes dran. Oh, wie süß eine Mäusefamilie. Das ist Famibs, das Familien-Pokémon. In Kämpfen beschützt das größere Paar die Kleinen. Um sich starken Gegnern zu stellen, schließen sich alle zusammen. Als nächstes Flammerer, das Feuer-Pokémon. Es plustert das Fell um seinen Hals auf, um seine Körpertemperatur zu senken, die bis auf 900 Grad Celsius steigen kann. Das ist Knilz, das Pilz-Pokémon. Bei Gefahr schützt es sich, indem es giftige Sporen aus seiner Kopfspitze freisetzt. Und zu guter Letzt haben wir Mastifioso, das Oberhaupt-Pokémon. Dieses Pokémon liebt es, mit Kindern zu spielen. Für gewöhnlich ist es friedfertig. Doch wenn es seine Familie beschützt, ändert sich das. So Drim, du bist dran. Name Noir, ich mach da mal weiter. Das hier ist Kramo, das Krähen-Pokémon. Obwohl seine Flügel nun deutlich schwerer sind, da sie zum Teil aus Stahl bestehen, zieht es mit Leichtigkeit durch die Lüfte. Und kleiner Funfact, Leute, das ist ein Shiny-Pokémon. Also die Form, die ihr hier seht. Als nächstes kommt hier Barakiefer, das Spieß-Pokémon. Er schwimmt mit einer Geschwindigkeit von über 100 Knoten und streitet sich mit Gruppen von Normifiden, erbittert um Futter. So, als nächstes kommt Donphan, das Panzer-Pokémon. Für gewöhnlich ist es von ruhigem Gemüt. Heißt man es jedoch, rollt es sich ein und donnert auf einen zu. So, und als letztes für heute haben wir hier Dragoran, das Drachen-Pokémon.
Trotz seines wuchtigen und massiven Körpers kann es fliegen. Es ist in der Lage, die Welt in nur 16 Stunden zu umrunden. So, Shining, du bist dran. Rette den Tag oder vernichte ihn, je nachdem, was du für richtig hältst. So, Leute, damit haben wir die heutigen Pokédex-Einträge abgeschlossen, aber wir müssen noch was weiteres abschließen, nämlich die Abschlussprüfungen. Fangen wir mit Mathe an. Okay, dann zeigen wir mal, dass in unserem Kopf auch was drin ist. Fünf. Mein Premierwerk gibt immer erst ab 10 Bällen. Es wird halbiert, aber es kommt nochmal 1,5 draus. Deswegen würde ich sagen 75. Ich glaube, Steinkante hat eine hohe Volltrefferchance. Deswegen würde ich sagen 12. Vier Stufen. Bei zwei Stufen hat man schon 100% drauf. Ich würde sagen, verdreifacht, oder? Eine Stufe ist 50%. Verdreifacht müsste richtig sein. Wenn man das richtige Typus verwendet, kommt nochmal 1,5 drauf. Also die Hälfte. Müsste eigentlich bestanden haben. Müsste eigentlich alles richtig sein. Vier von fünf ist bestanden. Bestanden ist bestanden. So, als nächstes haben wir Geschichte vor uns. Ich muss übrigens nochmal erwähnen, ne, wie sterbenslangweilig die Unterrichtsstunden an sich sind. Ne? Also als ich mich da durchgeprügelt habe, ich bin da fast vom Bildschirm eingeschlafen. Der Schlund wird auch Zone 0 genannt. 805 Jahre. Der Fächer. Der hieß Alondo. Und das war vor 10 Jahren. Da unten in der Geschichtsunterricht war es tatsächlich unter einigen also den Unterrichtsstunden dort, als einziges interessant. Ich fand Sprache übrigens nach Zwischenprüfung extrem doof. Weil da musstest du aus einem Pikachu raushören, wie das sich fühlt vom Tonklang her, und das konnte ich nur daraus erkennen. Weil das für mich alles gleich klang. Ich frage mich, ob ich irgendwas dafür kriege, alle Abschlussprüfungen zu bestehen. Also jetzt kommt der Sprachkurs, den ich einfach verkackt hatte nach der Zwischenprüfung. Ich hatte wirklich keine einzige Frage richtig gehabt danach. Im Übrigen, das ist euch wahrscheinlich eventuell nicht aufgefallen, bei dem Geschichtsunterricht, auch bei den Prüfungen, da war ein Easter Egg. Nämlich hinten war der Professor von Pokémon-Legenden Arceus. Da ist übrigens das Pikachu, das mein Leben versaut hat. Delicious. Liebe dich. Ich hasse dich! Ich glaube, kannst du das wiederholen, bitte? Ich glaube, das ist Wut. Ich kann das null rauserkennen. Nochmal.
nochmal bitte. Ich glaube, das war Traurigkeit. Das ist natürlich eine Sahnetorte. Ich habe wahrscheinlich die Pokémon-Fragen falsch. Eins von beiden war richtig. So, ich habe nur noch 3 Kurse. Dann habe ich sie hinter mir, dann habe ich die Schule geschafft. So, Zeit für die Abschlussprüfung. Ich nutze das nie. Ich glaube, mit Haut rein. Das nennt man Autokampf. Das ging auch. Aber man muss Materialien eintauschen. Bei strengen Regeln ist man auf Level 50 begrenzt. Bei normalen Regeln ist das, glaube ich, nicht limitiert. Nur bei strengen Regeln ist das limitiert. Und alles richtig. Jetzt haben wir nur noch Kunst und Hauswirtschaft vor uns. Schatzstube. Das hieß Sonnenflora am Wendepunkt. Ich meine 2. Das Vermanker Lichtermeer, die habe ich schon alle gesehen, diese Wunder. Das ist falsch, die können auch später eins haben. Da sollte ich jetzt eigentlich nicht so schlecht abgeschnitten haben. Und 5 von 5 Fragen korrekt. Die merken das übrigens auch bei der ersten 100 Stunde an, wenn man perfekt hat. So, nur noch eine Abschlussprüfung. Der Muskelman. Schillerkraft oder Begegnungskraft? Gibt es Schillerkraft überhaupt? Ich glaube Begegnungskraft. Ich glaube nicht, dass die dadurch stärker sind, oder? Indem man mit anderen das Essen zubereitet. Poke Clean. Nee, man hat da freie Auswahl. Und was haben wir? 4 von 5 Fragen. Passt schon.
Dafür krieg ich nochmal 5 L-Bonbons. Die will jetzt absolut nichts mehr von mir, ne? Gut, ich habe keinen Bock, die Kurse zu wiederholen. Ich habe übrigens schon gesehen, hier hat sich auch noch mal ein bisschen was getan. Im Kunstraum, beim Hauswirtschaftsraum, im Lehrerzimmer. Wo steht denn die Frau? Wir können das ja auch noch eben kurz mitnehmen. Dann muss ich hier nichts mehr machen. Da ist die eine. Ich habe im Matheunterricht aufgepasst. Bin gerade hergekommen. Okay. Ich glaube, ich weiß, wer deine Schwester ist. Könnte sein. Ich bin quasi nicht direkt weiter, ne? Okay, kann ich nicht. Die Ärztin soll laut Kati auch noch irgendwas von mir wollen. Die Frage ist, wo die steht. Ich sehe sie nirgends. Ach, hier steht die. Ich habe die gerade die ganze Zeit gesucht. Na, Mimi. Ja. Och, wie nett. Ah, hoffentlich für ihre Prüfung dann nochmal, ne? Das schaffen sie, ich glaube an sie. Ja, mache ich. Muss schleichen. Ich glaube, drei Leute wollen noch was von mir, oder? In der Mensa möchte man was von mir. Aber wisst ihr was? Wir heben uns das für die nächste Folge auf und machen jetzt die restlichen Arena-Leiter. Ich würde sagen, wir fangen mit unserer Modetusse an. So. Ich bin zurück. Danke für das Kompliment. Sie hat ja auch voluminöses Haar. Und ist wunderschön. Ja. Warum nicht? Okay. Okay, ich bin ready. Zufari Graf habe ich übrigens mich auch schon durchgelesen. Da muss man Girafarik auch wieder eine spezielle Attacke erlernen lassen. Ich habe das Pokémon aber noch nicht.
Ich werde hier übrigens keine Terrakristallisierung machen, weil das wäre nur kontraproduktiv. Galagladi. Nachthieb. Ist ein Kampfpsycho. Autschen. Muss Maskagato beleben. Weißt du was? Das ist mein Loderlied. Maskagato ist wiederbelebt. Jetzt kommt Cleopatra. Da kommt mein Pokémon noch gleich zurück. Und zerlegt es in seine Einzelteile. Tulia nach wie vor die, die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Ich frage mich übrigens gerade, wo ich darüber nachdenke, ob Etta wieder ein Doppelkampf sein wird. Wenn ja, bleibt Etta der einfachste Arena-Leiter. Ach, Gardevoir. Ich habe deine Metallversion schon gesehen. Die war heftig. Bin so sehr drauf fixiert, dass das alles nur Psycho-Pokémon sind. Ich zeige dir mal einen Blumentrick. Jetzt kommt Florges. Ich habe hier nur Vorteile. Ja, mach ruhig, dadurch mache ich sehr effektiv. Danke. Sehr nett. Wieder haben wir sie besiegt. Naja, als schön würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, ne? Ciao! So, als nächstes Aoki. Na? Ja, ich bin heute mal stattdessen da. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Klar.
Das ist jetzt der dritte Kampf, den ich mit ihm bestreite, das stimmt schon. Das muss ja jeder selber wissen, ne? Och, ich darf euch alle nochmal bekämpfen, das freut mich doch. Eure Sphäre. Das wird wieder eine einseitige Schlachtung. Na gut, Wasserskill mal als eine Ausnahme ansehen. Da setze ich mal lieber Nahkampf ein. Ja, Leute, ich weiß, dass ich mit dem Level ein bisschen über bin. Vielleicht bin ich beim Turnier tatsächlich dann relativ gleich. Ich fände es schön, wenn das Pokémon eine Entwicklung hätte. Aber hat es nicht. Domi-Miesel. Auch dafür braucht man offenbar eine spezielle Attacke. Ich habe mich informiert, um die Pokémon zu kriegen. Zumindest bei denen mit speziellen Entwicklungsmethoden. So, jetzt kommt Staraptor. Das ist, glaube ich, dein letztes, oder? Ich mache auch was, einfach den Nahkampf, dann hat sich das hier. Und besiegt. Easy. Ja, alle guten Dinge sind drei. Aus deiner Sicht eher andersrum. Okay, damit fehlen nur noch zwei Arena-Leiter, Grusha und Aether. Ich glaube,
Wir behalten mal die Reihenfolge in der Hinsicht, die wir auch beim ersten Mal hatten, und machen jetzt Gruscher zuerst. Also, wir sehen uns bei Gruscher. Na, Gruscher, wie ist die Piste? Ich wollte dich mal wiedersehen. Ich habe das Gefühl, der ist ein Autist. Okay. Dann let's go, Gruscher. Vielleicht. Mutinerva. Oh, wie süß. Ich leg direkt mit Terra los. Nächstes kommt CB Rio. Auch hier kommt das Loderlied. Ich recke dich genauso wie beim ersten Mal. Aber das überrascht ja nicht. Ach, der gute Kolowal. Ja, keine anderen, sondern nur stärkere Pokémon. Sehe zumindest kein neues in seinem Repertoire. Ich meine, Kolobal ist schon ein starkes Pokémon. Nibuna habe ich früher auch immer gerne im Team gehabt. War ein gutes Eis-Pokémon. Nur doof, wenn du dann gegen ein Kampf-Pokémon antrittst, weil es dann doppelt eine Schwäche hat. Ah, ich habe den Geistertypus weggenommen. So, und wer auch immer da jetzt als nächstes auf der Matte steht, kriegt einen Feuersturm. Vielleicht hätte ich es bei Level 70 lassen sollen. Du wechselst ja jetzt eh zum Eistypus. Ne? Und besiegt.
wie man mit einem Pokémon ein ganzes Team wegrecken kann, ne? Danke. Jetzt fehlt nur noch Ether, dann haben wir die Arenaleiter alle nochmal besiegt. So, der letzte Arenaleiter. Ein weiteres Mal. Ich bin zur Inspektion hier. So, jetzt die Frage, ist das wieder ein Doppelkampf oder ein Einzelkampf diesmal? Ich bin ready. Doppelkampf, easy. Geht klar. Ich mach bei dir mal Bürde und bei dem anderen Nachthieb. Das wird ein schneller Kampf. Mimikma hat ja diesen Kostümspuk. Deswegen kriege ich es nicht instant down. Skelekrok habe ich jetzt nur terrakristallisiert, damit er kein Geister-Pokémon mehr ist. Ist sinnvoller. Ich werde geknuddelt. Da kommt Friedhof. Da geht Friedhof. Nur noch drei Pokémon. Die ist und bleibt der einfachste Arenaleiter, weil der Doppelkampf macht das 10-mal einfacher. Auch wenn das fies klingt. Oh, sie hat jetzt einen Krippo. Krippo war ein richtig cooles Pokémon immer. Ach, das sind schon ihre letzten beiden. Geisterreflex, kehrt zurück.
dass der kristallisierte Pokémon einfach zuerst down. Ah, Krippok steht noch. Okay, ich werde verbrennt. Es ist nicht so nett. Kann ich doch nicht einfach abfackeln. Es geht doch nicht. Ich weiß, ich übertreibe damit. Volltreffer. Danke fürs Daumen hoch. So, damit haben wir alle Arenaleiter noch mal besiegt. Entschuldigung, dass die Folgen dadurch ein bisschen länger sind, aber ich wollte das so schnell wie möglich durchhaben. Und für jeden jetzt eine einzelne Folge zu machen... Nee. Hi. So, wie ist das jetzt? Werde ich angebimmelt? Ich werde angebimmelt. Ja. Die ist schon erledigt. Okay. Das findet dann aber alles beim nächsten Mal statt, Leute. Ich hoffe, ihr hattet alle eine Spendenfolge hier zu Gesicht bekommen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann das Turnier angehen. Ciao!